Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es darum, die Bremsflüssigkeit zu testen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt dran. Wir haben uns diesen Bremsflüssigkeitstester bei Amazon bestellt, kostet einen schlappen Zehner, ist von BGS, kann dort vier Bremsflüssigkeiten überprüfen. Verlinke ich natürlich unten wieder in der Videobeschreibung. Und dann werden wir das Ganze mal testen. Aber warum müssen wir die Bremsflüssigkeit überhaupt testen, beziehungsweise warum müssen wir die überhaupt wechseln? Wird ja in der Regel ungefähr alle 2 Jahre eben gewechselt, aufgrund von der Hygroskopischkeit von der Bremsflüssigkeit. Die nimmt gerne Wasser auf, löst diese auch. Und bei Erhitzen von dem großen Wasseranteil verdampft dieser Wasseranteil dann und es kann zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Bremsanlage führen. Deswegen immer schön testen und frühzeitig auswechseln. Bremsflüssigkeit kostet nicht viel. Guckt im Handbuch nach, welche ihr benötigt und dann könnt ihr die wechseln. Zuerst lösen wir die beiden Schrauben. Dazu natürlich das Motorrad ein bisschen gerade hinstellen. Man weiß nie, wie viel der Hersteller da vorher eingebracht hat. Da gibt es ja Sichtfenster, aber ja, da geht natürlich auch immer ein bisschen was dran vorbei. Hier oben ist eine Dichtung drin. Nehmen wir die beiden Schrauben vorsichtshalber weg. So, kannst du mal gucken. Bremsflüssigkeit ist immer meist so ein bisschen gelblich. Das ist gar nicht schlimm, das ist normal. Und diese zieht halt gerne Feuchtigkeit. Ist ziemlich voll. Das ist auch das, was ich schon meinte. Aber man kann besser ein bisschen zu viel drin haben als zu wenig. Und dann werden wir hier noch die Batterie reinwechseln. Batterie ist sogar auch dabei und das für einen Zehner. Kannst du echt nicht meckern. So, das ist der Tester. Hat hier fünf Stufen von 0 bis mehr als 4%. 0% ist natürlich super. 1 bis 2% sind noch okay. Kann man dann aber auch demnächst wechseln. Wenn wir ab 3% haben, dann würde ich empfehlen, das sofort zu wechseln. Gemessen wird das durch diese beiden, ja, Diodenstangen. Und dann drückt man hier oben drauf. Und dann geht das ganze Ding an und dann testen wir einfach mal. Können wir das an der Hand testen? Hand ist in Ordnung, ist nicht viel Wasser auf der Hand, schwitzen nicht. So. Und ihr seht, die Bremsflüssigkeit ist noch relativ oder ist noch super in Ordnung. Hätte mich jetzt auch gewundert bei einem Motorrad, was 4, 5 Monate alt ist. Ne? Können nochmal drauf drücken, nochmal testen. Und ihr seht, das ist in Ordnung. Ist der Wasseranteil jetzt höher, dann werdet ihr das an diesen Kontroll-LEDs sehen. Und mehr ist das nicht. Solltet ihr jetzt die Bremsflüssigkeit wechseln müssen, da verweise ich euch gerne auf eines der Videos, was später nochmal kommt. Da werden wir den ganzen Vorgang sicherlich auch nochmal abfilmen, wie wir die Bremsflüssigkeit erneuern. Das dann mit einer Pumpe und so weiter. Und dann, dass wir den ganzen Scheiß auch rauskriegen. Und dann natürlich auch wieder neu auffüllen. Hier brauchen wir jetzt nichts zu tun. Deswegen das am besten immer, ja, ich würde sagen, vielleicht vor der Saison im Frühjahr immer mal testen, ob die noch gut ist. Dann vielleicht mal irgendwann, wenn man Zeit hat, das dauert nicht länger als 5 Minuten, die beiden Schrauben abzunehmen. Und dann kann man auch beigehen und das Ganze wieder montieren. So, dann wollen wir das Ganze wieder zusammenbauen. Dichtung ganz wichtig, nicht vergessen. Wäre nicht clever. So, schön gerade reindrücken. Sollte nicht zu fest sein. Dann haben wir hier noch so ein Kunststoffteil. Das kann man da auch ordentlich reinstecken, sodass wir hier nichts abknicken und es ja schließlich auch bei Regen weiterhin dicht haben. Natürlich andersrum. Da immer vorsichtig sein und im schönen gucken, dass man wie gesagt nicht die Dichtung unbedingt hier reindrückt. Vielleicht kann man den auch besser eben abnehmen. Und drüber stülpen. Ja, das geht sogar noch besser. Und das dann rein. Wie gesagt, das ist sehende Arbeit. Brauchst nicht für studiert haben. Und dann sind es im Endeffekt nur 2 Schrauben. Habt ihr ja gesehen, die wir dann noch eben festziehen müssen. Schön gerade drauf drehen. Bei 2 Schrauben jetzt nicht allzu schwierig, aber vielleicht schafft ihr es dann eben gleichmäßig festzuziehen.
So, das ist der ganze Vorgang gewesen mit dem Bremsflüssigkeitstester von Amazon, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Damit unterstütze mich natürlich ein bisschen, kriege einen kleinen Prozentteil von, weil das Affiliate-Links sind. Aber nichts Wildes, wird für euch nicht teurer. Ihr unterstützt nur meine Arbeit dadurch. 10 Euro, schadet nicht, ist ein großer Sicherheitstest, würde ich sagen, fürs Motorrad, ganz, ganz wichtig. Vernachlässigt das nicht. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Gefällt mir da, abonniert meinen Kanal, teilt es ganz kräftig. Danke für die ganze Unterstützung und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.